Na, habt ihr auch gedacht, dass heute die Liga startet? Aber wie es das Schicksal will, habe ich erneut eine unfassbare Entdeckung gemacht. Und das am Tag vor der nächsten Aufnahme, also wenn das kein krasser Zufall ist. Was ist passiert? Nun, ich war mir bewusst, dass bei dem Einsehen noch zwei Trainer sind, die ich unbedingt bekämpfen möchte. Zu diesem Zweck habe ich mir die VM Surfer gecheatet, doch ohne den passenden Orden kann ich nicht benutzen. Also habe ich mir auch die Orden gecheatet. Doch was dann geschah, damit habe ich auf keinen Fall gerechnet. Ich habe diesen Cheat bei dem Pfad vor der Siegestraße angewandt und dann ist plötzlich das hier aufgeploppt. Wir befinden uns gerade sozusagen auf einer Safari-Tour und meines Wissens nach ist dieser Glitch nur mit dem Ordenscheat möglich. Denn dort ist ja die Ordenskontrolle und wenn man sich jetzt also die Orden dort hinzuscheatet, dann registriert das Spiel das irgendwie ganz anders und denkt, oh, was ist denn jetzt los hier? Alles ist kaputt, wir müssen dich jetzt auf der Safari-Tour schicken. Könnt ihr euch denken, was passiert, wenn ich jetzt auf Retire drücke? Kein Witz. Viel Spaß mit der Safari-Zone, mit Fuxania City, der Route rechts, dem Radweg, den Wasserwegen, der Zinnoberinsel und Arktos. Japp. Das steht uns jetzt alles noch extra bevor. Es ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass ich auf sowas stoße. Es ist unglaublich, dass ich genau diesen Ordenssheet benutzt habe und dann passierte das. Also, was soll ich dazu sagen? Ich nehme das definitiv an. Wenn das Spiel so krass drauf ist, dass ich noch weitermachen soll mit Zeug, bitte sehr. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ich hoffe, euch macht es immer noch Spaß, wenn ich sowas hier mache. Ja, auch wenn es hier teilweise sehr abstrus wirkt, was hier das Spiel vor mir auskotzt. Ich will mich jetzt hier gar nicht so lange aufhalten mit dieser Safari-Zone, denn hier wird es jetzt nicht so, ja, so schöne Dinge geben. Deswegen werde ich jetzt noch nicht mal die Häuser betreten oder sowas, also das hier kürzen wir ganz schnell ab. Mich wundert übrigens, als ich vorhin von Surfer und den Orden gesprochen habe, ich habe jetzt Surfer gar nicht, denn ich habe den Cheat erstmal so wieder herbeiprovoziert. Und ich konnte es euch auch nicht live zeigen, da die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, wirklich sehr gering ist. Also ich habe das gestern Abend noch ewig ausprobiert, wie das nun funktioniert mit diesem Cheat, dass ich hier... Oh! Schock zu! Ich habe das wirklich noch ewig ausprobiert und es hat aber so selten geklappt, dass ich mir dachte, der Vorführeffekt, der würde mir jetzt alles ruinieren. Da müsste ich eine halbe Stunde probieren, bis ich wieder diesen, ja, Glitch mit der Safari-Tour bekomme und das, nee. Deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt lieber so und zeige euch direkt, dass ich dieses komische Fenster da habe, bevor ich das jetzt ewig probiere. Ich habe euch ja erklärt, wie es passiert ist, also sollte das in Ordnung sein. Ja, in dieser Folge werden wir wahrscheinlich schnell die Safari-Zone abfrühstücken hier. Wir bekommen sogar noch ein paar nützliche Sachen, wie mir scheint. Ja, mit dem Wanddurchgeschieht kürzen wir uns das hier halt alles ab. Wie gesagt, das ist jetzt hier natürlich Bonus-Content. Deswegen muss das jetzt hier nicht unbedingt sein, dass wir jetzt hier jeden Weg in... Oh Gott! Nein, es ist illegal! Es ist mir auch ein Rätsel in der Tat, wie ich hier wieder sein kann bei solchen Orten. Ja, die Häuser sind nebensächlich, das lassen wir. Eine Sache, die ich euch jetzt schon vorher sagen muss, damit die Spannung nicht aufrecht erhalten wird, beziehungsweise ihr nicht von falschen Dingen ausgeht. Was hier? Oh, dumme Trainertricks, die mich gerade gar nicht interessieren. Ich werde nicht mit den Arena-Leitern, also Koga und Pyro, kämpfen können, die noch übrig sind. Wo renne ich ja nicht hin? Denn da ich ja den Ordens-Sheet benutzen musste, um überhaupt erst hierhin zu gelangen, denkt das Spiel, ich habe die beiden Arena-Leiter schon besiegt. Was natürlich äußerst schade ist, ich hätte gerne noch zwei Arena-Leiter herausgefordert. Aber leider ist das notwendig gewesen, dass ich diesen Ordens-Sheet benutze, um überhaupt herzukommen, deswegen geht das nicht. Oh. Da werde ich jetzt ohne Surfer auch nicht hinkommen. Oh Mann, Logre! Ja, die Items sind jetzt auch nur nebensächlich hier. Ich werde jetzt hier nicht später wieder herkommen mit Surfer, nur um dieses Item dazu nehmen, das glaubt mir mal. Wir werden jetzt hier mal mitnehmen, was ich finde, so, und dann ist okay. Hier in das Ding noch.
Nicht wirklich jetzt. das wusste ich auch nicht. Moneybags. Ich habe einfach mal so einen random Moneybags wieder gefunden. Wie nimmst du hin, oder? Und ich glaube, hier ist doch so irgendwo ein Item. Also früher war hier mal ein Item irgendwo versteckt, das weiß ich. Aber offensichtlich nicht mehr so. Na, ich muss jetzt schnell machen, bevor mir die Schritte ausgehen. Jetzt können wir uns nicht Surfer in Anführungszeichen, mit, also mit wirklich riesigen Anführungszeichen, legitim holen. Ohne dass ich es mir jetzt extra cheaten muss. Ja. Die können wir dann ohne den Ohren noch nicht benutzen, aber eigentlich mit diesem einen Ohren-Sheet müsste das ja trotzdem gehen dann. Ey, dann kann ich jetzt vielleicht doch noch schnell das Item draußen holen, das ist ja gut, dann muss ich nicht nochmal hier extra mal später hin oder so. Piep, 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 piep. Denn die Goldzähne wurden offensichtlich durch Moneybags ersetzt, also da war jetzt nicht viel zu holen. Ja, dann die Watergun weg. Bop, bop, bieb, bop. Voll an den Hut geknallt, die CD. Aber ist mit dir noch so? Ja. Okay. Dann müsste gleich meine Safari-Tour leider vorbei sein. Ich hätte das anders lösen müssen, fällt mir gerade auf. So, übrigens erstmal. Hoffentlich funktioniert das. Ah, der ist schon aktiviert, dieser Orden-Sheet. Sehr schön. Jetzt müssen wir, glaube ich, nichts weiter tun als... Genau, da haben wir jetzt alle Orden tatsächlich schon. Manchmal funktioniert das nämlich nicht, wenn man das so macht, dann registriert der nicht, dass ich die Orden noch... Also, dass ich die anderen erhalten habe. Jetzt können wir, glaube ich, auch Surfer dann legitim nutzen, soweit. So, wo war jetzt die Stelle erstmal? Oh, nein. Da komme ich jetzt nicht mehr hin, glaube ich. Oder? Ja, dachte ich mir. Aber auch das können wir umgehen, indem wir nämlich einfach... Ja, ich habe kein Geld jetzt, passt mal auf. Oh Mann, du hast nur noch 46 Dollar. Aber ist mir doch hier, ja, dann lege ich einfach außen rum hier. Und jetzt haben wir nämlich ein offenes Spiel hier, ohne dass ein Schrittzähler aktiv ist. So, ah, dann können wir jetzt hier gleich, jawohl. Gibt's hier nicht sogar Dratini zu angeln? Oh, ich meine, hier kann man Dratini angeln, aber wenn das jetzt schief geht, dann... Dauert das hier wieder ewig, ohne dass ich Erfolg habe. Habe ich auch eine Angel? Ich habe nicht eine Angel in dem Spiel. Doch, die das leichte Netz habe ich bekommen. Wow, ich kann ein Netz in dieses Wasser werfen. Ja. Aber ich glaube, das ist doch das Schwächste, was es gibt, oder? Da kommt doch garantiert nichts. Na, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Dann war das andere Garados. Das ist bestimmt die Vorentwicklung von, von diesem Poster, was wir mal gesehen haben. Und dann fange ich mir das jetzt ein hier. Ja, Left Fragezeichen 5. Auch nicht schlecht. Pong. Punch. Und Bobcrap ist einfach auf derselben Seite, weil es ja im weitesten Sinne mit Meeresgetier zu tun hat. Ja gut, damit kann man nur Carpador angeln, das heißt, das bringt jetzt nichts, hier weiter zu gucken. Da haben wir wieder einen Spot bei unserem Pokédex ausgefüllt, das ist doch geil. Wo waren jetzt das andere Item? Ach nee, das habe ich gerade geholt. Ich habe mich gerade gefragt, wo ist das andere Item, was ich gerade geholt habe, weißt du? Aber hier gibt es doch bestimmt noch mehr, was ich mir holen kann an Items. Wenn wir schon einmal hier sind, dann nehmen wir uns auch alles mit, was wir finden können. Ja, die gruselige Safari-Zone. Hier irgendwas noch? Ja, hier haben wir noch was. Steelwing, okay. Hier haben wir auch noch was. Oh! Also schon noch nützliche Sachen eigentlich. Naja. Aber in der Folge möchte ich noch Fuxania City schneller erkunden, deswegen... Wäre es, glaube ich, mal relativ Zeit, dass ich hier rauskomme. Ja, und wie gesagt, also das mit den Häusern lasse ich jetzt mal, dass ich jetzt mit den Personen da quatsche. Muss nicht sein. Die werden jetzt eh nichts Sinnvolles zu sagen haben. Okay, dann kommen wir auch nur wieder hier raus. Na gut, dann wenden wir unsere Safari-Tour gleich. Und machen noch Fuxania City in der Folge. Was hier noch? Ist, glaube ich, der erste Bild. Nee. Ich weiß nicht, wo ich bin und unten geht's dann raus. Jawohl. Ich bin zufrieden.
Nein, ich will. Nein, nein! Was passiert denn jetzt, wenn ich auf das. Okay, dann komme ich trotzdem unten an. Perfekt. Ups, ich wollte da nicht rüberklatschen. Nein. Oh, das erklär mir das Scheiß-Spiel nicht. Hallo. Nein, hat die Klappe. Wir werden den Wand durchgestochen gleich ausstellen. Keine Bange. Das brauchen wir eh nicht mehr. So, also ab jetzt erstmal wieder Auszeit mit dem Wand durchgestochen. Das können wir auch nicht ausmachen. Damit wir zumindest erstmal frei bewegen können. Also, naja, eigentlich bewegen wir uns nicht mehr so frei wie vorher. Weil ich jetzt ja eben nicht mehr durch alles durch kann, aber. Ich, zumindest renne ich jetzt nicht überall durch einfach. Was ist das? Was bekomme ich jetzt? Substitute? Ach, nee. Nee, will ich aber nicht. Lass mich mal in Ruhe damit, bitte. Können wir uns hier noch ein bisschen den Zoo angucken? Kabuto! Das haben wir auch noch nicht gesehen. Was ist denn der Name von dem Pokémon? Das war nämlich nicht Kabuto gewesen, das war was anderes. Ich habe Angst, wenn ich den Markt betrete, dass ich dann wieder. Das ist schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Ich habe hier noch ein extra Safe State, wie ihr gesehen habt, als Puffer sozusagen, falls das schief geht. Das ist ja aber nichts Besonderes, Mann. Ich will hier gar nicht mich, wie gesagt, jetzt groß aufhalten mit irgendwelchen Sachen. Warum habe ich das Schild angesprochen? Wow! Okay, hier. Voltorb. Ja gut, das kennen wir. Sens denn, ha? Brennst immer noch bei dir? Ja. Eric. Hier ist nämlich der Goldszene, Mann. Ne, hier ist was anderes. Aber ich weiß, es war weiter unten irgendwo, ne? Ja, ja, die War mit ihren Slowpoke. Oder Krabbix. Was immer noch nur schlechte Metronom-Attacken macht. Okay. Auch hier nichts Wichtiges soweit. Bei dir schon hier. Nee. Da unten wird es irgendwo sein. Oh, hier sind wieder schlechte Türen. Geil. Oh, hier ist sogar wirklich verbaut alles. Aber hier kann man durch. Na gut. Ja, alles etwas eigentümlich. Oh nein. Das will ich natürlich auch haben. Okay. Hilft ja nix. Hilft ja nix. Ja, sehr gut, der Screen, der nicht da ist. Old Pokémon Merchandise und irgendwelche Fotos. Ich habe gerade euch das Moneybags übergeben, was offensichtlich als Goldszene galt. Na dann? Dann haben wir jetzt auch noch Stärke. Ja, sag mal, wir bekommen ja unser ganzes VM-Arsenal hier noch dazu. Ach ja, was euch gerade bestimmt aufgefallen ist, wir haben immer noch unseren Bug da wieder mit unserer Safari-Tour. Da müssen wir aufpassen. Aber das wird sich schon noch zeigen, was damit genau los ist. So ist. Ui. Irgendwie, ich bin mir nicht sicher, wer das am besten lernen sollte. Kann nicht so viele geile Sachen, ne? Ja, aber klar, bei Garfield wäre schon fast besser aufgehoben, sagen wir es mal ganz ehrlich, ne? Weil das halt noch einen Step drauf bekommt. Aber es hat schon so viel Dreck. Och, nein. Das ist ja jetzt ärgerlich. Wer macht denn das jetzt? Wer macht denn den Müll jetzt? Du hast doch einen Donnerschock noch drauf, ne? Dann sind wir mal so frei und machen den Donnerschock weg. Yo, bester Zoom hier. Wow! Ist genau zwischen den beiden Fühlern. Kannst du deine Fühler ja durchstecken durch das offene CD-Loch. Jetzt haben wir auch das wenigstens erledigt. Dann will ich jetzt erstmal gucken, kann ich denn diesen Scheiß da wieder ausmachen mit dem. Und jetzt ist es immer noch, das Ding, das spielt immer noch, wir wären nämlich auf der Safari-Tour, das ist problematisch, kann ich euch versichern. Ist jetzt natürlich das Problem, könnte man damit Ratini fangen im Wasser, dann hätten wir das auch für den Pokédex, das finden wir sonst nirgendwo sicherlich. Na, hier nicht. Jo, das wusste ich nämlich, dass hier ein Item irgendwo ist. Ja, das ist jetzt wirklich das Problem. Kann man damit Ratini fangen irgendwo da oben? Oh, eigentlich ist es auszuprobieren, ne? Will ich auch, glaube ich, ausprobieren tatsächlich. Wie komme ich hier jetzt hin?
wieder so rum. Ne, da komme ich so gar nicht hin, wa? Also manchmal denke ich, ich bekomme alles hin und der Wand durchgeschieht, dann wieder nicht. Mein Gott. Was ist mit dir hier los? Move the Leader! Okay, damit hätte ich... Ja. Hätte ich gewusst, dass der hier ist, dann hätte ich mir auch vorhin Flashback machen lassen können. Na, das ist ja jetzt dämlich. Das kann ja keiner ahnen wieder hier. Ah, ich bin auf den Tisch geklettert. Ja, deswegen will ich ja nicht mit dir durchlaufen, weil es... Und die Pokémon Center, Leute, noch. Dann sind wir hier ganz so durchgekommen. Und bevor ich jetzt gleich also hier irgendwelche Trainer wieder rausfordere, will ich jetzt erstmal gucken, ob ich mit diesem anderen Netz da Tieni fangen kann. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass es das da gibt.